es war wirklich wie James Bond. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Niemand wollte logischerweise, dass das Feuer auffliegt. Ich hatte das Gefühl, ich wurde jetzt gerade ins Gefängnis geliefert. Das war ein großes Staatsgeheimnis schon quasi. Sag mal, habt ihr beiden wirklich vor, heute eine Talkshow zu machen? Nein. Nein. Ich weiß auch nicht, ob es das im Fernsehen schon gegeben hat. Ich war wirklich aufgeregt. Ich hab gezittert. Ich glaube, wir werden alle heulen. Wir werden alle heulen. Alle, die in dieser Sendung waren, werden diesen Tag nie vergessen. Das wird keiner toppen können. Wir alle sind eigentlich nur da, um dich heute Abend zu überraschen. Nee. Ja, wir wollten Mary Rose einfach überraschen, weil sie das zum einen verdient hat, nach über 60 Jahren auf der Bühne. Und weil wir wussten, dass Mary ja eher ein bisschen eine zurückhaltende Person ist, sehr bodenständig, wussten wir, wir müssen sie eigentlich mit einer Show überraschen, damit ihr das auch alles nicht zu viel wird. Und damit sie nichts mitkriegt, hat man sie in die Talkshow Riverboat eingeladen. Das heißt, wir waren im Originalstudio von Riverboat. Es war alles Riverboat dekoriert, also überall die Bilder und Plakate. Und irgendwann habe ich dann diese Show gesprengt und aus Riverboat wurde die große Schlagerüberraschung. Ja, im Prinzip konnten wir ja gar nicht wirklich proben, denn was sollte man bei einer Überraschungsshow proben? Mary Rose war bei keiner Probe dabei. Ich glaube, wir haben als Double unsere liebe Heidi Münch dann gehabt. Die hat quasi als Double Mary Rose gespielt, damit wir bei den Proben mal oben auf der Bühne ein bisschen antesten konnten. Wir haben natürlich dann mit diesem Double alles gemacht und es war süß. Hey, ich komme gerne mal rein, sag schönen guten Abend, hallo zusammen. Liebe Mary, und was möchtest du heute machen? Wir haben es einfach nur mal im Kopf grob durchgesponnen, wohin die Reise gehen soll, wussten aber nicht, wohin sie am Schluss geht. Und dann haben wir mal schnell eben das Studio komplett umgebaut. Das war was wir im Vorfeld geprobt haben. Also unser Bühnenteam hat dann einen fantastischen Job gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es genau gedauert hat, aber es waren ein paar Minuten und aus Riverboat wurde eine komplette Schlagerkulisse. Und los! Wenn man eine Überraschungsshow vorbereitet, dann ist die Angst groß, dass irgendwas vorher bekannt wird. Deshalb waren ja nur ganz, ganz wenige Personen eingeweiht. Selbst ich bin erst relativ spät dann ins Boot gekommen. Also das gesamte Team hat das im Vorfeld alles ganz minutiös vorbereitet. Und dann hat man eben gehofft, dass sich niemand verplappert. Wir telefonieren ja fast täglich. Und ich habe gestern mit Mary gesprochen, ziemlich langes Gespräch. Und ich habe immer Angst gehabt, ich sage, also dann bis morgen oder so. Ne? Das flutscht einem dann irgendwie über die Lippen. Und dann wurde meine Angst immer größer. Und nach 10 Minuten habe ich gesagt, du Mary, ich habe unglaublich hier was zu tun. Ich muss jetzt das Ganze, ich rufe dich morgen wieder an. Wir mussten um 14 Uhr da sein, weil da die Gefahr nicht bestand, dass Mary uns über den Weg läuft. Dann haben wir da geprobt, Soundcheck gemacht, Lichteinstellungen gemacht. Lucy hat nicht den Hauch einer Ahnung, was hier heute Abend passiert. Sie denkt wirklich, sie würde zum Riverboat kommen. Und sie wird ungefähr um 19.30 Uhr diesen Gang hier entlang laufen. Und es wäre wirklich nett, wenn ihr uns da helfen würdet und ab 19.15 Uhr wirklich keiner mehr im Catering ist. Die Künstler wurden quasi ein bisschen verfrachtet in eine Nebenhalle und dort wurden dann, ich habe die nicht alle ganz genau gesehen, aber man hat mir gesagt, die wurden dann so mit Vorhängen abgehangen. Man hat uns ja eingepfercht da in ein 2 Quadratmeter Garderobe. Nicht, dass ich so viel bräuchte. Eingesperrt auf einem 3 Quadratmeter Raum. Extra also für die Mary. Leise. Toilette gehen ist immer noch nicht, oder? Nee, immer noch nicht. Wir müssen jetzt schon seit 3 Stunden. Musst du seit 3 Stunden auf Toilette? Alles für dich. Ganz Mary. Wenig Wasser trinken. Nur einen Schluck pro Minute. Das alleine war sowas von herrlich, dass wir alle beieinander waren. Ich glaube, das werden wir so schnell nie wieder haben in dieser Masse. Wir mussten uns immer aufpassen, weil es könnte schon sein, dass Mary irgendwann dann einfach plötzlich auftaucht. Und wir müssen auch alle eine Antwort haben, falls sie sagt, warum bist du da? Meine Antwort wäre, dass ich mit meiner Schlagerwelt ein Online-Chat, ein Live-Online-Chat hatte heute. Denn ich musste mich ja auch verstecken. Also das Lustige war ja, meine Garderobe war genau unter der von Mary Rose in diesem Studiogebäude.
Und ich war echt in dieser Garderobe angespannt und wir haben die Tür von innen zugesperrt, weil es kann ja mal sein, dass man sich an der Tür verirrt oder so. Und wäre so bescheuert gewesen, wenn da Mary Rose reinkommt. Diese eineinhalb, zwei Stunden, das war so die schwierige Zeit, die man überbrücken musste. Also wir wussten natürlich, wir bekamen, Achtung, Mary fährt jetzt ab. Dann haben wir gehört, Achtung, Mary betritt das Haus. Und in dem Moment waren wirklich für uns alle Türen geschlossen. Der schwierigste Moment war quasi, Mary Rose kommt an in Leipzig zu Riverboat und es muss alles wie Riverboat aussehen. Da wäre es blöd, wenn im Foyer 500 Leute stehen mit Plakaten und mit Schildern, wir kommen zur Schlagerparty. Alle waren aufgeregt, aber es war so eine schöne Aufregung. Alle haben sich für Mary aufgeregt, also waren gerne nervös. Das war wie so... Ach, wie so eine Schulklasse, die so einen Streich spielt. Oder es war einfach was Besonderes und es war ein Gruppenereignis. Alle haben miteinander und alle für Mary, weil die ist einfach die Frau, der man das am meisten von Herzen gönnt. Also soviel ich weiß, wurde mit Mary dann auch noch ein Interview geführt, damit sie ein bisschen Beschäftigung hat, damit sie nicht zu neugierig werden kann oder ihr langweilig wird und sie alle Türen und Fenster aufmacht. Aber wir durften ab... Ich glaube 19.15 Uhr, nicht mehr auf den Gang, weil dann Mary zum Soundcheck ging. Und wir haben hinter der Bühne, wir haben gefeixt, wir haben gelacht. Wir haben gedacht, wenn Mary wüsste, was hier unten abgeht. Sie dachte ja, sie kommt zu Riverboat. Das ganze Studio, ihr habt das ja gesehen, extra umgebaut, sodass, wenn man reinkommt, ach ja, Riverboat und alles so und Publikum so und das kennt man ja alles. Und das ist so irre, die Idee zu haben, wir könnten doch aus diesem Studio plötzlich was anderes machen. Dann kam ja der Beginn der Sendung. Wir saßen alle vor diesem Monitor und haben geguckt, was da jetzt passiert. Und als dann Mary endlich im Studio war und Riverboat losging, da ist uns allen ein Stein vom Herzen gefallen, obwohl wir ja noch die ganze Show vor uns hatten. Aber das war so der schwierigste Moment. Wir wollten einfach, dass die Überraschung gelingt. Ja, das war eine Stimmung, die war so unglaublich. Also jeder fühlte sich irgendwie mal ans Herz und sagt, oh, ich habe Gänsehaut und mir ist so schlecht und ich freue mich so. Also alles, was es an Stimmungen geben konnte, hatten wir da zusammen. Und dann mussten wir nur noch gucken, dass sozusagen die Zuschauer, die kamen, Mary Rose nicht unbedingt über den Weg laufen. Das war noch ein bisschen problematisch, denn bei Riverboat sitzen, ich weiß nicht wie viele genau, vielleicht 50 oder 100. Wir haben aber ein paar mehr eingeladen, dorthin zu kommen, denn wir wollten ja eine Party feiern für Mary Rose. Und Mary hat wirklich gedacht, sie geht zur Talkshow ins Riverboat. Das war ganz klar. Und ich finde, man hat es auch gesehen. Also sie hat so verdattert geguckt. Also für mich war das schönste Gefühl erstmal, als Mary Rose im Studio saß. Da war schon mal Überraschung gelungen, abgehakt. So, und dann war für mich klar, jetzt gehen wir rein und sprengen diese Riverboat-Show. Und ich habe dann so ein bisschen den Zuschauern angedeutet, die sollen noch ruhig sein. Und die haben ja alle schön mitgespielt, die haben sie ja informiert im Vorfeld dann. Ja, und Mary hat dann noch so erzählt und plötzlich bin ich dann rein. Und ich wusste ja selbst nicht, was passiert, wie sie reagieren wird. Aber es war wunderbar. Also dann habe ich so nacheinander erstmal abgefragt, ob denn heute wirklich jeder talken will. Und jeder hat Nein gesagt und Mary hat immer mehr verdutzt geguckt. Und dann habe ich gesagt, du, wir sind alle wegen dir hier. Als ich die Talkshow gesehen habe oder der Anfang und natürlich wie Mary reagiert hat, war ich schon für Mary aufgeregt. Aber dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin der erste Künstler, der da rauskommen muss und ich darf nicht irgendwas falsch machen. Und ich war wirklich aufgeregt. Ich habe gezittert. Sie hat schon Tränen in die Augen. Man sieht, dass sie kämpft damit. Und weißt du, es ist wirklich schon ein ganz toller Moment, glaube ich, für unsere Mary. Ne? Sie freut sich sehr. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil natürlich, ich will eine ganz tolle Performance hinlegen für sie. Ne? Das ist ihre Sendung, das ist ihr Abschied sozusagen. Ne? Also Mary ist eine sehr ehrliche Person und man hat ihr angemerkt, dass sie echt überrascht war. Die Emotionen haben sie total gepackt. Es wurde wahnsinnig viel gelacht. Es gab aber auch ganz, ganz viele Tränen. Es war einfach ein rundum schöner
Abend, eine tolle Schlagerüberraschung für Mary, die sie sich mehr als verdient hat. Und ich glaube, mit so einer Show kann man selbst als Mary Rose nicht rechnen, weil es sowas bisher eben noch nicht gab. Und dann eben dabei zu sein und Umschlag für Umschlag aufgerufen zu sein, die Emotion von Mary zu erleben, das war einfach wunderbar. Und das war ein Moment, den vergessen wir nie. Ich glaube, alle, die in dieser Sendung waren, werden diesen Tag nie vergessen. Und Mary sowieso nicht. Ich habe dich noch nie so viele Selfies machen ja, sehen. Ja, ich habe gedacht. Er hat wirklich überall mitgefilmt. Ich habe es genossen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch bei der ganzen Riverboat-Zeit habe ich noch nie mit irgendeinem Gast ein Selfie gemacht. Und heute Abend habe ich mir gedacht, ich hole alles auf. Es hätte jede Sekunde, jeden Moment irgendjemand verplappert hätte und das ihr erzählt. Aber alle haben mitgemacht. Alle haben diese fantastische Überraschung für Mary hingelegt. Und ich glaube, diesen Tag wird sie nie vergessen. Das ist ein Geschenk heute für Mary. Das wird keiner toppen können. Keiner. Diese Atmosphäre, die spürt man in dieser Sendung. Dass hier wirklich alle dieser wunderbaren Frau, die 60 Jahre lang so viele Erfolge gefeiert hat und immer ein Herz geblieben ist, ein bodenständiger, toller Mensch. Hier wollte jeder mit dabei sein, wenn diese Frau aufhört und sich von der Schlagerwelt verabschiedet.